So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Letzte Woche gab es kein Raid am Mittwoch. Da lag ich flach, da ist sogar am Montag der Stream ausgefallen. Da war alles richtig brutal. Dann habe ich gedacht, okay, ist ja nicht so schlimm. Ist ja schon mal so gewesen auch, als wir im Urlaub waren, dass Raid am Mittwoch einfach eine Woche später kam und dann nicht die Highlights von einer Woche, sondern von zwei Wochen zusammengefasst hat. Und das Phänomen ist wieder mal aufgetreten. In einer Woche Raid am Mittwoch kriegst du ca. 250 Bilder und reduzierst auf 100 Stück. In zwei Wochen Raid am Mittwoch, wenn du upscreenst, kriegst du circa, na, nicht 500, das Doppelte, sondern circa 80 Bilder und kannst dann auf 60 reduzieren. Also ich verstehe es immer noch nicht, dass irgendwie das einfach gar keinen Sinn macht. Ich habe jetzt trotzdem die Highlights der Woche bzw. der letzten zwei Wochen zusammengefasst. Am Ende wieder den Schocker der Woche und es ist sogar noch ein Promocode versteckt in dieser Folge. Einer wurde im Community-Tab gepostet gestern Abend. Wer den zuerst eingegeben hat, hat er gratis ein paar Items bekommen. Der nächste Promocode ist hier versteckt in diesem Video. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Gaich, also beim Manns Haulwurf. Der hat ein Shiny Lichtel bekommen. Bitteschön, du dumme Sau, schreibt er da. Huch, ohne den Text. Das ist manchmal, wenn man das schreibt, was man denkt, aber es gar nicht schreiben wollte, sondern es nur gedacht hat. Aber mittlerweile WhatsApp so weit ist, dass es sogar das, was du denkst, schon direkt schreibt und dem anderen schickt. Alles Gute zum B-Day war dann meine Antwort drauf, weil der hat dann auch nämlich Geburtstag gehabt. Dann haben wir hier bei Zelda gerade das allererste Mal ein 100% bekommen in Krypto. Kikli halt leider nicht so sinnvoll, aber 100% Krypto kann man auf jeden Fall sammeln. Dann hat sie gemerkt, okay, hatte doch schon einmal eins, 100%. Traunmagil ist, glaube ich, nützlicher als das Kikli, aber finde ich jetzt, ich finde das Kikli eigentlich besser, weil es Kando ist, sag mal so. Hannes Black, dieses Raichu wurde am 9.11. in der Nähe von München, Bayern gefangen, 100% Alola Raichu, das ist auch auf jeden Fall selten. Heiko hatte mir das Ticket gegeben für den Knackrack Raid Day. Dankeschön nochmal an der Stelle. Dadurch hatte ich ja 8 zusätzliche Pässe zu den 6 Pässen, die man eh an dem Tag kriegen konnte. Also den normalen und 5 zusätzliche plus dann nochmal 8 zusätzliche. Das war cool, denn endlich konnte ich mit dem Free-to-Play-Account, mit dem Habanero Lime, raiden. Ich mache jeden Tag einen Raid und an dem Tag konnte ich eine Raid-Tour machen und das hat eigentlich Spaß gemacht. Danke, Heiko. Bierschanga zeigt uns, ihr habt jetzt hier so ein Gala Arktos im Rauch gehabt, im Abenteuerrauch und hat direkt ihren Meisterball rausgeholt und draufgeschmissen. Würde ich nicht machen, machen aber die meisten von euch, aber dann habt ihr einen ausgegeben und habt immer noch 2 andere blöde Vögel zum Fangen. Auf dem Main habe ich die Vögel damals so gekriegt, auch auf den Kleinen, damit die auch Lucky rübergetauscht. Dann kommt mit der Zeit gefühlt sowieso so, ich würde mir den Meisterball also wirklich für ein 100%iges legendäres aufheben mal, wenn ich Last Ball habe oder so. Nichts ist schlimmer als du hast ein 100% Mewtwo da stehen nach 1000 Raids und es flieht. Dann lieber das Mewtwo mitgenommen. Dann gestern Abend habe ich noch ein Ticket bekommen von Tode Oma. Heute hat nämlich die Fashion Week angefangen, 10 Uhr, da gibt es wieder ganz viele kostümierte Pokémon. Dragoran ist auch mit drin, ich werde mein Hauptaugenmerk dann in der Woche wohl auf Dragoran legen. Obwohl ich am Donnerstag trotzdem Cobalium Community Raid machen muss und ein Kangama, Mega Kangama Community Raid am Freitag, dass ich da jeweils die Pokédex-Einträge habe und das Kangama auch einmal entwickeln kann. Ansonsten würde ich die nächste Zeit mein Daily Pass immer für Dragoran raushauen. Dankeschön an Dodo Oma für das Ticket. Forschung ist da, muss ich auch noch raus, muss ich auch noch kurz zeigen, was da die Aufgaben sind, die Aufgaben lösen und gucken, was da drin ist. Da ist ja, glaube ich, auch ein Dragoran schon mit drin. Aluhut zeigt uns hier, Bubungus Shiny wurde ja auch jetzt relativ neu eingeführt. Lampi Shiny hat er bekommen, Gewaya Shiny hat er mitgenommen. Viridium in Rot, normalerweise grün, dann in Rot in Shiny mitgenommen. Voldoball Shiny mitgenommen. Kaiser Kai, das ist jetzt das zweite Darkrai auf dem Account. Cutter, Shiny, plus 100%. Skorgler, 100er Waumbel auf dem Kaiser-Kai-Account bekommen. Zum Glück ist es zum richtigen geworden. Habe jetzt beide Endentwicklungen, nämlich einmal das Papinella und einmal das Pudox. Beide in 100%. Waumbel ist ja auch so eine Sache.
Busse entwickeln. Dann hast du Panikon oder Charloco. Das ist total random. Was aus Charloco und Panikon wird, das ist nicht mehr random. Das ist dann schon vorgegeben. Man muss Glück haben, dass das eine Charloco wird und das andere Panikon, sodass du am Ende eben Papinella und Pudox hast. So, Kaiser Kai hier nochmal. Bubungus, Shiny, neu. Dann Viridium Solo, nur mit Mega Rekharzer. Der hatte Zen Kopfstoß und Nahkampfflug, hatte Wetterbrust. So, Flug, Wetterbrust, Flug sowieso doppelt effektiv da gegen das Ding. Das ist sehr schön, hat er hier im Solo geschafft. 14 Sekunden Restzeit und dann noch ein zweiter Viridium Solo Raid, nur mit einem Mega Rekharzer. Boss hatte Doppelkick und Laubklinge, ich hatte wieder Wetterbrust. Sehr schön. Beides mal hier mit dem Shiny Mega Rayquaza. Blood and Tears zeigt uns Araqua, Bubungus als Shinies. Dann 100% Bubungus, 100er Kapuno, 100er Schneckmark, 100er Blip, 100er Wumpitz und 100% Knackrack mit Wetterbrust. Aus dem Raid Day. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Ausbeute. Sören aus der Quest Lauterbach Hessen hier mit dem 100er Stern-Du. Stern-Du siehst du ja gefühlt gar nicht mehr. Ne? Sören, wenn der dritte Account ein 100er aus dem Ei bekommt, das und so selten brütet. Also wenn doch mal gebrütet wird, dann gleich 100er Flunsch liegt dabei. Die Bärenfalle. Der dritte Account wieder 100% Glücks. Trassler hier mitgenommen. Nach dem Licht-Event Shiny Sonnfell mitgenommen. Tiso zeigt uns, was sie alles an einem Tag bekommen hat. Das muss ja der Celino Sea Day gewesen sein. Da ist auch Tortonator dabei gewesen. Für mich wäre Tortonator auf jeden Fall das Highlight. Dann hier nochmal den Rest, die Celinos, die Sylords und alles weitere. So ein Dorfleben hat schon was. Tiso regelmäßig auf Platz 1 in den Showcases. Heute ist auch wieder ein neuer Showcase gestartet. Nach Blip haben wir heute nämlich Molimorba und Gastella oder so im Showcase. Müsst ihr mal nachgucken. Creeper, danke für die Raid-Einladung. Hat auch mitgemacht bei den regelmäßigen Raids, die in der Raid-Gruppe immer stattfinden. Auch 100% Knackrack mit Wetterbrust bekommen. Shenaya brütet hier ein Shiny-Schlurp. Endlich mal wieder ein Shiny-Krypto. Dratini, Bubungus Shiny, neu also auch mitgenommen. Das dritte 100er Dedenne ausgebrütet. Endlich ist meine Sammlung vollständig. Braucht man auf jeden Fall unbedingt. Und dann hier bis Denne Dedenne als Spruch in einer Reihe durch. Perfekt. So muss das aussehen. Alexander Ahringer, meine Community Day Ausbeute von Felino. Dann haben wir nochmal Alexander Ahringer mit dem 100er Moorlord. Grüß an Iswo. Und das Aqua-Modul, endlich Shiny Genesect in August-Modul, in das Abguss-Modul von Genesect jetzt auch hier in Shiny. Borki hat einen grünen Pass bekommen aus der Wochenendbelohnung, also aus dem Feldforschungsdurchbruch und ein Kindwurm, was natürlich Shiny war. So, IV hätte mich noch interessiert, müsste ja relativ gute haben, da es ja eben aus dieser Wochenendbelohnungsfest-Dings kommen, da hast du ja mindestens 10, 10, 10. MacMaggie erlöst es 100%, Anton, Scorecrow in Shiny hier durchentwickelt, Caradonis, Shiny mitgenommen, Glücks, 100er, XXL, Felino, Braun, Paldea, sieht eigentlich auch fett aus, Paco, Triftlon in 100%, Jan Lange mit einem Shiny Pikachu, aber schon ewig nicht mehr gesehen, das Ding. Cumulus, Schlurp mitgenommen hier, Quabbel mitgenommen, auch in Shiny. Nochmal zweites Shiny Schlurp, Pepek in 100%. Shiny, Schlurp, immer noch Cumulus. Dann Knackrack aus einem Raid, Mega Raid, auch Shiny. Grillmark, Shiny mitgenommen. Bubungus, Shiny, am letzten Tag auch eins abbekommen von den Pilzen. Der wird zum Mega, 100% Knackrack, auch mit Wetterbrust mitgenommen. Lenzart, 54 Shinies am Sea Day. Lenzart immer heftig unterwegs, seit langem wieder mal was versucht. Viridium Solo mit 49 Sekunden Restzeit. Viele Shinies bekommen, 1 von 2, sehen wir hier 4 Stück. Und auf der nächsten Seite 2 von 2, sehen wir nochmal 4 Stück. Haben fast alle 3 Sterne sogar. Hier auch 2 von 4, haben auch nochmal 3 Sterne, also ist auf jeden Fall eine fette Ausbeute. Dann hat er was geschickt, das habe ich nicht verstanden, habe ich mir durchgelesen. Kalsarikenit. Kalsarikenit ist eine aus Finnland stammende Entspannungstechnik. Das finnische Wort Kalsarikenit bedeutet übersetzt so viel wie sich in Unterhosen daheim alleine betrinken.
Finne nutzen hierfür auch ein eigenes Emoji. So. Wollt ihr euch auch in Unterhose alleine zu Hause betrinken, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ein Tag vor Ende des Events noch ein Shiny bekommen, hier auch Bubungus bei Lenza, auch Viridio mitgenommen, dann Julian Eisenstein mit dem Schocker der Woche, Magentic, die kostenlose Box mit 25 Toppelebern und 50 Sofort-TMs. Ist das fake? Ist das echt? Ist das so? Finde ich auf jeden Fall stark, also die würde ich auch nehmen. Ich will eigentlich jeden Tag meine kostenlose Box abholen, aber sowas Krasses habe ich noch nicht drin gesehen. Asso Digismet hat ja auch Felino mitgenommen, wohl vom C-Day. Dann, was gab's so? Schillern alles. Praktibalk war auch C-Day, Zwirlichtier vom Tag der Toten. Nebulak, Zuba, Zickzacks, Entei, Apollo, alles quer durcheinander. Balu, Knilz mitgenommen in Shiny. Laura, die Feuerwehrfrau mit dem 100er Velursi. Dann Shinies bei der Feuerwehrfrau Grillmarkt. Für mich das Highlight, weil das andere ist ja C-Day. Hier nochmal Grillmarkt so gezeigt. Hier ein Zuro-Kex aus der GBL in 100% mitgenommen. Und Pikachu durch einen Tausch mit Baloo erhalten, auch in 100%. Und Pupsi hat mal wieder einen schönen Anzeigefehler hier gehabt. Ist heute Level up gewesen, irgendwas. Natürlich steht wieder nicht, wer es ist. Steht auch da 0 XP. Und dann steht auch noch auf dem Pokémon-Fangscreen drauf. Also das wollen wir sehen, so muss das aussehen. Trainername and you are Ultra Friends. So, das waren schon die Highlights. Ich muss euch sagen, ich wusste überhaupt gar nicht, was ich zum Schocker der Woche machen soll. Aber jetzt kommen wir zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, passt auf. Was habe ich denn vorhin am Anfang gesagt, was ich noch machen wollte? Genau, ich wollte noch einen Promocode verteilen. Und hier gibt es von Prime Gaming nämlich ein Lokmodul und super Bälle, gesponsert vom NetGhost. Und der NetGhost hat euch hier einen Code reingeschickt. Und der Erste, der den Code eingibt und einlöst, der kriegt also dieses Lokmodul und die super Bälle. Der hat einen Code, nämlich den oberen, den DN mit 94 hinten, den haben wir in den Community-Tab gepostet. Der ist bestimmt schon eingelöst. Ihr könnt aber den unteren hier jetzt nehmen. Der ist jetzt hier für dieses Video, den könnt ihr auch einlösen. KUFYQNXZDM7X4. So, das ist der Promocode. Das ist der Schocker der Woche, weil alles. Ich fand das alles jetzt nicht so spektakulär, dass irgendwas extrem herausgestochen hat. Wer den Code einlöst, schreibt es mir in die Kommentare, wer es geschafft hat, den einzulösen, wer der Erste war. Danke an NetGhost dafür, dass du zwei Codes hier bereitgestellt hast. Ich hätte ja auch einlösen können auf dem Free-to-Play-Account, aber ich gönne euch gern den Vortritt. Der NetGhost gibt es mir, ich gebe es euch, so wie Genaya mit dem Guthaben. Sie gab es mir, ich gab es euch, weil das passt schon so. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Denkt dran, morgen ist Raid-Boss-Wechsel auf Kobalium. Dann kommt auch Mega Kangama. Wir werden morgen ein Community-Raid machen mit Kobalium und am Freitag ein Community-Raid mit Mega Kangama. Dann sind wir schon gut abgesichert fürs Wochenende. Und ich habe noch etliche Videos, die schon fertig sind, die raus wollen, aber es kommt ja immer zu was anderes rein. Die Forschung von Dodo Oma muss ich auch noch machen. Wahrscheinlich dann so fertig machen für Samstag, dass das da hochkommt, dass das alles irgendwo, ne? Peace out, Vorhaut, euer Ramses.